Danke für den Sub im zweiten Abo-Falle. Ahoi, Grüße aus Memberg, my boy. Ey, Grüße gehen zurück. Ihr wisst gar nicht, wie schwierig es war, in Nürnberg ein Mädchen als Model zu holen. Meine DMs, der Chat, ich weiß nicht, da gab es ganz viele Ehrenbrüder, die mir sehr, sehr viele Mädchen zugeschickt haben. Aber die ganzen Mädchen, ich liege jetzt keinen Namen, aber einer schreibt mir, Oha. Ehrenbruder Reckless, danke für die 5 verschenkten Subs, Mann. Auf jeden Fall, um das Thema Model wieder rauszuholen. Mir haben ganz viele Models geschickt oder Frauen aus Nürnberg und die schreiben mir immer noch so ein paar Details dazu. Aufpassen, Willi, die ist so und so. Und dann habe ich natürlich auch geantwortet, wo ich konnte. Ich habe immer geschrieben, ey, Großer, ich kenne die Dame recht gut, mach dir da keine Sorge. Ich kenne die Damen, die du mir da reinschickst. Aber mit ein paar war ich auch auf der Schule und so, also gesniped! Ey, jetzt kommt eine ganz krasse Geschichte, okay? Jetzt kommt eine ganz krasse Geschichte. Ich habe ein richtiges Brett aus Nürnberg geschrieben. Ich habe eine sehr hübsche Dame geschrieben. Und wenn ich ihre Herkunft sage, wissen die meisten Leute aus Nürnberg, um wen es geht. Ich habe ein Mädchen in Nürnberg angeschrieben, Skriptbau. Und die war süß, ist eine Süße, man versteht sich. Ich frage so, ey, hast du Bock? Sie sagt, nee, ich hab nicht so krass Bock, okay? Also so hat sie es nicht gesagt. Sie hat so gesagt, schwierig. Dann, ich wollte mich selber testen, Chat. Ich habe ihr geschrieben, du würdest natürlich auch bezahlt werden, so ist das nicht, ne? Und auf einmal schreibt sie, wie hoch wäre denn die Bezahlung? Ich so, weil Geld, da hast du auf einmal wieder einen Terminplan, ne? Hast du wieder mal einen Terminplan, ist ja gar kein Problem. Und sehr traurig, sehr, sehr traurig. Und ich dachte mir so, ich schreibe einfach mal. Ich sag nicht die Summe, was ich geschrieben habe, aber ich schreibe, so und so bekommen eigentlich die Models das bei uns. Dann sagt sie, ey, glaub mir, jeder würde das machen. Jeder würde das von euch machen für das Geld. Wir reden hier von 4 Stunden vielleicht, okay? 4 Stunden angenommen. 4 Stunden, wo ihr ein bisschen in der Kamera lächeln muss, wo ein bisschen Musik im Hintergrund ist, ihr die Sachen bekommt for free, okay? Und angenommen, ihr macht das 4 Stunden. Und jeder, der da draußen arbeitet, Grüße gehen an It's Kevin, jeder, der da draußen arbeitet, weiß, angenommen, ihr arbeitet 4 Stunden und habt einen Stundenlohn von 100 Euro. Also für die 4 Stunden bekommt ihr vielleicht 400 Euro, okay? Super. Für 4 Stunden hinsetzen 400 Euro? Beispielsweise. Super. Okay? Wird ja jeder machen. Deine Kachi, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Wisst ihr, was ich meine? Da ist ja keiner, der sagt, ich glaube, man bekommt ja 10 Euro die Stunde oder so. Also ich bin da leider nicht zu krass drin, aber wenn ich mich irre, korrigiert mich jetzt bitte. Und ich sag zu ihr, ja, du würdest das und das bekommen. Dann kommt die mir so, ja, nee, eigentlich mache ich sowas für 2500 Euro. Dann hat sie mir das geschrieben. Dann war es eine Charakterfrage. Was kriege ich da? 2500 Euro Bilder von dir, ein VIP-Zugang, falls du mal einen OnlyFans hast, dann möchte ich auch noch mich selber, oder ich möchte mir einen Eindruck holen, wie so eine Nachtsperformance von dir aussieht, okay? Sag ich dir ganz ehrlich. Und dann dachte ich mir so, weißt du was, knall ich dir ein fettes
Brett vorm Kopf und sag ihr meine Meinung. Was glaubst du, wer du bist? Riechst du unten nach Gucci und Chanel? Sind deine Füße aus Gold und bringt dein Gesicht mir eine Million? Habe ich mir gedacht, droppe ich ihr so ein paar Sätze, aber dachte ich mir dann auch, ist unprofessionell. Wisst ihr, was ich meine? Kommt auch nicht. Da habe ich einfach nur ein lockeres Haha, alles klar geschrieben und habe alles in mir verstaut. Alles verstaut in mir drinnen. Ey, ihr überlegt mal, sie will 2500 Euro von mir, dass sie sich für 4 Stunden dahin stellt und Bilder macht. Habe ich Kylie Jenner gebucht? Das ist krank, Mann. Am liebsten, wisst ihr was, aber es geht nicht. Oder doch, wisst ihr, was ich gemacht hätte? Nee, Mann, scheiß drauf. Am liebsten hätte ich gesagt, komm, weißt du was, das Shooting ist in Kiel. Setz dich heute in Zug und fahr dahin. Ich hätte die nach Kiel brettern lassen, umsonst. Kiel ist am Ende der Welt oder sag mal Osnabrück oder so. Irgendwas, wo die wirklich mal 10 Stunden sich da in den Zug hockt. Bodogan, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Ich mach's for free. Ey, wisst ihr, was ich meine? Also, ich bin ja nicht der Letzte, der das nicht zu schätzen weiß, dass man sich da hinstellt und für uns moddet. Jeder hat ja irgendwo Zeit, die kostbar ist. Und ich sag zu ihr, hey, wir bezahlen auch, falls du willst. Machen wir wirklich. Aber Bro, Models verstehen schon viel. Ich nehme auch 2500 für vier Stunden. Ja, Dicker, was soll ich dir erzählen? Ich kenne das Mädchen. Ich kenne sie. Es ist nicht so, als ob ich eine Fremde aus einer Modelagentur anschreibe. Wir kennen uns. Weißt du, was ich meine? Wenn ich in der Modelagentur anfrage und so einen Preis bekomme, sage ich, ja, okay. Aber nicht, wenn ich sie kenne, kommt sie mir mit einem Preis von 2500 Euro. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ganz ehrlich. Hä, warum macht die nicht for free? Ich weiß nicht, ob wir nicht aus dem Buch auseinandergegangen sind.